Hallöchen zusammen, herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo. Wir haben hier beim letzten Mal unter anderem die seltenen Echsen dazu geholt und ja, heute schauen wir mal, wie wir weitermachen mit dem Aufbau unseres Zoos. Ich hatte ja schon angekündigt, ich möchte hier auf jeden Fall noch die Gastbildungsbewertung hochmachen. Deswegen würde ich sagen, schauen wir einfach mal hier auf die Karte und dann schauen wir mal, wo wir denn hier noch was machen können. Moment, hier haben wir keinen Strom, oder? Ah, funktioniert nicht richtig. Okay, ja, dann ersetzt mal bitte. So, wir könnten rein theoretisch hier noch was hinmachen, weil hier haben wir noch einen kleinen Freiraum. Da würde ich einfach sagen, machen wir noch so ein paar Lautsprecher hin. Ups. Nee, Quatsch. War doch richtig. So. Genau. Oh Gott, hier ist ja voll viel. Infolautsprecher, Umgebungslautsprecher. Ja, ich glaube, das waren die hier immer, ne? Genau. So. Ich setze einfach mal einen hier hin. Wir schauen mal. Ups, da. So, und du kriegst einmal blauer V, genau. Dann können wir hier ganz leicht erhöhen auf 6 Meter und das Ganze einmal rüberschieben. Ja, ganz vorsichtig. Und ein bisschen weiter rausholen. Ja, und schon haben wir es. Klein bisschen nochmal hier rüber. Ah, und noch ein bisschen raus. So, kleinste Feinstarbeit hier. So passt es aber auch. Okay, ja, hier hinten dasselbe. Hier können wir auch nochmal einen kleinen platzieren. Ja. Stellen wir den einfach mal. Ups. Ach, dass die Karte mal rausgeht. Stellen wir mal kurz hier hin. Machen das Ganze hier auf Dingos waren hier drin. Und auch hier können wir noch ein klein bisschen höher machen. Den Radius, oder? Nee, leider nicht. Leider nicht. Schade. Aber gut. Hier haben wir noch ein bisschen Platz. Hier können wir dasselbe machen. So. Auch hier wieder Dingo. Und das Ganze leicht verschieben. So. Dann können wir hier auf jeden Fall noch ein bisschen höher machen. So, machen wir auf 7. Perfekt. So, genau. Dann ist hier schon mal das Ganze mit Lautsprechern abgedeckt. Hier hinten können wir auch noch mal ein paar platzieren. Weil da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen was hoch machen. Das ist nämlich gerade unsere geringste Wertung hier. Und da wollen wir natürlich zusehen, dass wir da ein paar bessere Werte reinkriegen. Und der Zoo allgemein noch mal besser bewertet wird. Okay, hier waren die Jaguare drin. Ja. Genau, Jaguar. Ja, das passt. Da brauche ich nicht höher machen. Hier kann ich, glaube ich, einen höheren Radius wählen. Ja, der geht sogar sehr, sehr groß. Dann würde ich hier eins runtergehen und das Ganze aber nach rechts verschieben. Genau, einfach mal hier hin. Dann können wir hier auch ungefähr so groß machen. Schätze ich mal. Ah, nicht ganz. Reicht für 9 Meter und ein bisschen weiter nach links. Ah, wobei, da können wir noch einen 10. Meter raus machen. Perfekt. So, dann sind die hier auch ganz gut dran. Hier habe ich hier nichts drauf? Nee, tatsächlich nicht. Hier fehlt auch was. Wahrscheinlich haben wir da irgendwo mal irgendwie Stromausfall gehabt oder so. Moment, das ist falsch. Hier muss auf jeden Fall auch blauer V hin. Das gehört ja hier dazu. So, da haben wir Dingos. Das stimmt alles. Da hinten können wir auch nochmal so eine Tafel platzieren. Sogar 2, 3. Dann würde ich sagen, machen wir das auch. Infotafel. Das hier war die, ne? Genau. So. Leicht drehen, dass es auch passt. Machen wir schön vor die Stange. Dann bleibt mehr Aussicht. Ja, hier machen wir die auch nochmal hin. Und natürlich auch hier an die Seite, nur nicht so. Das wäre ein bisschen komisch. Wunderbar. Und natürlich auch hier wieder alles einstellen. Dann können die auch da sich die Informationen entnehmen. Genau, wunderbar. Das läuft. Und wir schauen nochmal gerade hier drauf. Was ist denn hier los? Wieso sind denn hier überall... Schrecklicher Pfeilgiftfrosch. Ja, ist doch korrekt. Wieso sind die denn wieder raus? Was hatte ich da irgendwie mal was gemacht? Hm. Hier, achso, ja klar. Hier ist es klar, dass da nichts ist. Wir können es trotzdem mal machen. Aber da ist es ja klar. Genauso wie hier. Das waren, glaube ich, die Schlangen, ne? Genau. So, da könnte man rein theoretisch auch noch einen kleinen Weg verbinden. Was mich hier gerade wundert ist, warum ist das orange? Ist das mit nichts zugewiesen oder was ist denn da los? Achso, Bildung. Jo.
Ich will mal gerade was ausprobieren. Ich habe hier überall die Lautsprecher platziert. Dann machen wir das hier auch mal schnell. Ah, da habe ich sogar schon einen dran. Ja, dann. Aber irgendwas stimmt damit nicht. Irgendwas stimmt damit nicht. Elektrizität ist da. Oh, da sieht man ja sogar. Cool. Irgendwas fehlt hier. Ich lasse mal gerade laufen. So, wir haben auch hier ein paar Probleme. Schauen wir auch mal gerade. Krankes Tier. Ach, das war die Geschichte mit den Faunen, genau. Da ist aber Tierarzt noch nicht unterwegs. Campi so und so. Dann schaue ich mal gerade. Da kann man hier auch direkt mal wieder drauf gehen. Nee. Doch, war richtig. Wenn ich die nicht sogar schon komplett durch habe. Warum ist denn? Hier die. Da sind wir auf Stufe 1. Dann würde ich sagen, kommst du mal bitte daran. In der Hoffnung, dass es gut geht. Und wir können denen auch mal gerade guten Tag sagen. Dann kriegen wir dann noch ein paar Punkte. Ey, wieso bin ich selber auf Besuch? Ich bin doch gerade hier am Managen. Interessant. So, okay. Hä? Moment, was? Deswegen ist das rot? Zu weit. Das sind doch die Frösche hier, oder nicht? Ach, nie! Wieso keine? Hab ich da irgendwie... Moment. Tiere. Nee, Quatsch. Doch, war richtig. Quatsch. Nee, oder Zoo war es. Genau, hier. Großes wandelndes Blatt. Habe ich da keine mehr drin? Warum? Sind die irgendwie gestorben? Das kann doch nicht sein, oder? Na gut, dann müssen wir uns noch ein paar holen. Großes wandelndes Blatt war es. Also deswegen ist das auch hier zurückgesetzt gewesen. Ich wollte schon sagen, was ist denn da los? Na schön, Vivarienhandel. Großes wandelndes Blatt. Wo war denn nochmal der Filter hier? Hier, ne? Genau. Großes wandelndes Blatt. Da. Ich bin aber echt gerade ein bisschen irgendwie verwundert. Moment, ich gucke gerade hier nochmal. Achso, ja. Nee, sind keine... Das finde ich jetzt gerade komisch. Ich bin hier auf Vivarientiere und hier ist blauer V. Ich will da keinen V reinstecken, das wäre keine gute Idee. Na gut, dann kaufen wir uns ein paar neue. Genau, einmal das. Dann nehmen wir das. Das hat eine ganz gute Wertung. Wir bleiben bei zwei, die vermehren sich ja sehr schnell. Ja, die vermehren sich ja sehr schnell, da brauche ich nicht mehr kaufen. Und die schicke ich mal hier rein. So, dann gehen wir mal hier. Sind die eigentlich schon drin, Mann? Die sind schon drin, okay. Das ist auch im Betrieb. Dann machen wir hier wandelndes Blatt. Wandelndes Blatt. Ja, und Nummer 4. So, dann gucken wir hier nochmal. Und das hier ist Nummer 5. Das fünfte Element. Wandelndes Blatt. So. Okay, da ist einer schwer gestresst. Was ist denn da los? Weil Bildung zu gering. Na gut. Jetzt sollte aber eigentlich genug Bildung da sein für alle. Das dürfte jetzt eigentlich gar kein Problem mehr darstellen. So, die sind noch krank. Tierpfleger unterwegs. Tierarzt unterwegs. Genau. Gut, dann wollen wir mal Gutes hoffen. Was ist denn da los? Infozentrum hat keinen Strom. Da fliegen ganzen Ballons rum. Ja, dann wird es Zeit, dass wir langsam hier den Bereich festlegen. Da würde ich einfach sagen, wir ziehen hier nochmal schnell den Weg durch. Genau. Und zwar einfach mal... Länge ist Maximum, okay. Ja, hier geht es ja auf jeden Fall auch später weiter. Ist nur die Frage, wie wir vom Zoo aus hier rüberkommen. Ich würde wahrscheinlich hier einen Weg reinmachen. Dann müssen die Leute da überall durch. Wir müssen das Ganze aber natürlich so ein bisschen abpassen, dass das zeitlich passt, weil ich will das Ding ja hier später komplett ersetzen. Hier kommt also was Riesengroßes hin. Wahrscheinlich wird der Weg hier auch schon im Weg sein. Aber da gucken wir mal. Ich mache jetzt allerdings erstmal hier gerade
Ne? Transformator setze ich mal hier hin. War das ein Transformator? Ja. Transformator, genau. Vielleicht setze ich den noch. Vielleicht macht das mehr Sinn, wenn ich den hier hinsetze. Ich setze ihn da mal hin und ich überlege gerade. Ich würde, glaube ich, vorübergehend. Würde ich einfach mal sagen, das gehört jetzt noch. Wo bin ich denn hier gerade unterwegs? Hier muss ich hin. Das gehört jetzt noch mit hier zum Eingangsbereich. Nur vorübergehend. So. Genau. Dann haue ich den Weg hier gerade wieder weg. So. Immer weg damit. Genau. So, ich wähle hier einfach mal irgendwen aus. Okay. Gastbildung. Ja, da müssen wir mal schauen. Das will noch nicht so ganz. Hä? Das sind noch Dingos. Achso, das war nur so ein Fake News. So sieht mein Charakter aus. Mhm. Einrichtung ausgefallen. Dann... Wieso ist der überhaupt noch da? Wieso hau ich den nicht einfach weg? Ach komm, ich rufe noch einen Techniker. Nein. Der kommt jetzt weg. Der kommt jetzt weg. So. Geht zu den Ständen, liebe Leute. Werte Nachwuchs. Oh. Altersschwäche, okay. Die werden alle alt. Oh. Da ist die Versandbox. Ja, dann kommen wir ganz schnell bitte einen Tierpfleger hier hin. Deswegen werden die wahrscheinlich auch krank hier. Da läuft irgendwas noch nicht. Du bist wie alt? 11, okay. Ja, komm, nehmen wir uns mit hier. Wir müssen ja, wir wollen ja hier sowieso ein bisschen ausdünnen. Lassen wir einfach mal die großen Tiere frei. Ich würde sagen, ist das hier ein weibliches Tier? Das ist Def. Ein männliches Tier. 7-4. Okay, du kommst frei. Haben wir nur... Nee, das hier ist ein weibliches Tier, auch 7-4. Würde ich sagen, lassen wir die Großen hier alle frei. Wir können ja auch mal Folgendes machen. Wir schicken das mal ins Handelszentrum. Genauso wie das. Oh ja, das ging ja fix. Und dann machen wir einfach mal Folgendes. Wir können ja auch mal ein Tier verkaufen einfach. Tier aufbewahren, genau. So, Schnellhandel. Ja gut, 92 Dollar ist jetzt nicht viel. Aber man kann ja auch mal verkaufen. Kleinvieh macht ja auch Mist. Sieht man ja, ne? So, da ist hoffentlich einer unterwegs. Hoffe ich doch. Für ihn. Naja, da wird immerhin gefüttert. Sehr schön. Und du, ja, sehr gut. Du machst deine Arbeit. Hä? Achso. Alles gut. Wo sind die ja eigentlich? Ja, da hatte das wandelnde Blatt schon Nachwuchs und da sind die Tierchen. Moment, jetzt bin ich, das habe ich gar nicht mitbekommen. Das, ja, hatten wir nicht irgendwie einen großen freigelassen und waren dann nur noch zu zweit oder so? Oh Gott. Oh Gott, was ist hier los? Ich meine, ist ja nicht schlecht. Deswegen mache ich das ja auch alles mit Schnellvorlauf und keinen Verhütungsmitteln. Die sollen sich ja vermehren. Aber das war jetzt so überraschend. Bald erwachsen, sehr gut. Ja, dann gucken wir nochmal ganz kurz hier in unseren Katalog. Ich würde ja ganz gerne nochmal, hatten wir hier noch einen Filter drin? Attraktivität. Müsste ja hier drin sein, ne? Rein theoretisch, oder? Filter. Wo war denn das nochmal mit... Ich weiß gar nicht mehr.
Ich mach mal Attraktivität vollkommen. Oder? Ich würde ja ganz gerne weiterhin so gefährdete Tiere aufnehmen. Machen wir das. Ach ja, das war die Geschichte. So ein Löwen, da würde ich auch nicht nein sagen. Aber da will ich auf jeden Fall einen zweiten. Oh, schön. Die beiden würde ich ja direkt nehmen, aber ich glaube nicht, dass sie sich unbedingt vermehren würden bei dem Altersunterschied. Ich bin mir da nicht sicher. Das wäre cool, wenn man das hier noch ausfiltern könnte, also hier diese Wertung. Dann würden wir nämlich direkt sehen, was wir uns schon leisten können. Preis hier, kann man doch... Ja, genau. Dann machen wir mal das. Weiß ich nicht. Komm. Gehen wir mal ein bisschen hoch mit dem Preis. Gucken wir mal, was da so bei rumkommt. Oh, okay. Und halt nicht. Bestätigen. Okay, da haben wir ja unseren Filter. Da haben wir ihn. Hier unten war ein Bär. Könnte man auch schon überlegen. Oh, Kegelrobbe. Das sind, glaube ich, Tiere aus einem DLC. Aber leider nicht gemischt. Hier haben wir wieder Jaguare. Da haben wir ja schon zwei. Sonnenbär. Interessant. Interessant. Wie viel haben wir denn gerade? Gehen wir mal bis 600, komm. Oder 400. Da haben wir ein bisschen Rest. Genau. Netzgiraffe. Das würde ich auch direkt machen. Aber wir haben hier leider nicht so viel Auswahl. Ich weiß nicht, ob sich das noch ändert. Wahrscheinlich schon, kann ich mir gut vorstellen. Leistenkrokodil. Das hatte ich mal in der Story probiert, Krokodile aufzunehmen. Die hatten nicht so viel Lust, im Gehege zu bleiben und sind dann irgendwo anders rumgerannt. Männlich, männlich, schade. Warum steht da? Warum stehen eigentlich die Zahlen hier? Kleiner Panda. Würde ich auch nicht nein sagen. Gucken wir mal gerade. Hier war hier vorne noch einer. Kleiner Panda, kleiner Panda. Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Wir haben zwei kleine Panda, die wir kaufen können. Wollen wir uns Pandaren? Pandaren, genau. Wollen wir uns Pandare holen? Ach, Pandare. Pandas, meine ich. Mann. So. Ja, wollen wir uns Pandas holen? 1,5 Jahre. Und hier, der war 2 Jahre. Das geht. Komm, wir holen uns jetzt Pandas. Aufnehmen. Und ein kleines Tier hier. Ja. Kaufen wir dich. Du hast bessere Werte. So, jetzt brauchen wir allerdings natürlich an der Stelle auch ein neues Gehege. Lass mal ganz kurz laufen. V wird bald erwachsen. Sehr gut. Wo sind denn unsere Pandas hier? Tierhandel auf Bewahrung. Genau. So. Wir haben hier hinten natürlich... Hier wollen wir ein Großgehege hinmachen. Ich würde wahrscheinlich hier so ein bisschen weitergehen. Wir gehen jetzt natürlich ziemlich weit links rüber. Oder wir machen hier noch was hin. Aber ich bin mir hier nicht sicher. Ich gucke nochmal gerade hier mit dem Strom, mit der Stromversorgung. Wenn ich das jetzt rein theoretisch einfach mal... Ah, da sind leider ein paar Sachen betroffen. Ich könnte es aber rein theoretisch... Ist schwierig. Das ist schwierig. Wir haben nicht so viel Spielraum, wo wir das hinsetzen können. Oder sollten. Können. Schon. Aber sollten. Was ich mich halt wundere ist, warum die hier jetzt außerhalb sind, wenn die doch im blauen Bereich sind. Reicht da vielleicht der Strom nicht aus? Ach komm, wir machen mal Folgendes. Ich ziehe jetzt hier den Weg lang
Wenn wir hier später noch was ändern, dann kann ich das Ding ja wieder nochmal komplett umbauen. Dann machen wir mal eine Umbaumaßnahme. Ich baue jetzt allerdings hier noch einen Weg lang. So, da das hier der Bereich ist, würde ich sagen, gehen wir hier wieder rauf auf den. Und machen natürlich hier die größte Breite. Ich weiß nur gerade nicht. Doch, den habe ich genutzt. So, genau. Winkel ist an. Ich könnte mir ja vielleicht auch mal so ein... Ich lasse das mal gerade. Ich wollte gerade schon sagen, vielleicht könnten wir da ja so einen Bogen bauen, aber lassen wir das mal dabei. Tierbewertung. Jo, die geht auch noch hoch. Barrieren hier machen wir auch wieder schön. Ich hoffe, die sind nicht so fit im Überklettern von Sachen. Aber hier machen wir auf jeden Fall mal den Spiegel so hin. Ich überlege, ob wir hier direkt schon mal so einen Rahmen ziehen. Nee, ich mache erstmal nur wirklich die Wände hier hin. Weil ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht noch ein Problem mit der Größe geben könnte. Wenn ich das jetzt schon vorab so definiere, sage ich mal. Was sind denn hier überhaupt die Settings da? Länge ist Maximum. Was anderes? Ich mache 2x 10 Meter. Machen wir 20 Meter Gehege. Und das können wir eigentlich auch hier vorne schon anfangen. Das ist ein bisschen... Ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen gering. Machen wir doch so 2x 15, 30 Meter Länge. Genau. Schauen wir mal, wie das Ganze aussieht im Endeffekt. So. Genau, ich hoffe, das reicht wirklich. Und ich glaube, jetzt haben wir tatsächlich das genau falsch rum. Na super. Ganz genau falsch rum. So geht's aber. Okay. Ich verstehe. Ja, dann mache ich das einfach nochmal. Was soll's? Ich muss allerdings hier runter. Und jetzt sagt er mir blockiert. Warum? Warum sagst du blockiert? Als würdest du das nur andersrum machen wollen. Das finde ich etwas schräg, ehrlich gesagt. Nee, so rum will ich auf jeden Fall nicht machen. Warum macht er das jetzt nicht? Was ist, wenn ich hier sage? Nee, auch nicht. Schräg. Weil das soll ja so rum sein. Ach komm, scheiß drauf. Wir machen es jetzt einfach so, wie wir es eben gemacht haben. Ist ein bisschen krumm. Ich hab doch einen Winkel eingestellt. Ich orientiere mich jetzt einfach mal. Naja, viel bringt's nicht. Ich wollte gerade sagen, ich orientiere mich jetzt einfach mal hier am Schatten, aber gut. Das bringt leider auch nichts. Das ist jetzt wieder interessant. Dass das so rum jetzt irgendwie geht? Okay, ja, wir müssen einfach nur das System austricksen, dann passt es schon. So. Ich weiß nicht. Hier. Ach komm, ich mach's jetzt einmal nochmal. Einmal machen wir es noch. Beziehungsweise, ich mach mal hier einen kleinen Cut und baue das jetzt mal hier so hin, dass wir dann noch einen Weg langziehen können. So, das ging jetzt doch irgendwie recht zügig. Ich habe jetzt nur einmal nochmal schnell gebaut. Nicht wundern, das hier sieht jetzt ein bisschen komisch aus, weil hier einfach der Schatten drauf liegt gerade. Also ist alles richtig gesetzt, so gehört es auch. Und ja, ich hoffe, das ist groß genug. Ich weiß nicht, wie groß unsere Pandas sind. Die sahen jetzt nicht so groß aus. Ich kann ja mal beide hier rein... Nee, wir warten noch. Wir können aber mal gerade gucken. Vorbereitungstechnisch. Das waren einfach... Ja, einfach nur kleine Pandas. Einrichtung. Beziehungsweise nicht Einrichtung, sondern Gehege. Und dann filtern wir mal nach kleine Pandas.
So, da haben wir auch schon einige Sachen. Erstmal Futter, ganz wichtig. Machen wir dann, glaube ich, hier auf die Ecke, oder? Ist das so einladend, hier reinzugehen? Aber ich sehe schon, das könnte alles ein bisschen eng werden, ganz klar. So. Machen wir hinten noch was so, hier vorne an die Ecke, da freuen die sich. Ein bisschen was zum Spielen. Und ich werde hier wahrscheinlich ein bisschen Wiese hin machen müssen. Kleiner Eisball, kleiner Ball, bunt. Ich mach den hier hin. Ich glaube, das ist ganz putzig. So ungefähr. Achso, die brauchen auch was zum Klettern. Ja. Machen wir gleich. Genau, ich wollte einen kleinen Unterschlupf. Ja, ich glaube, ich mache das Ganze wirklich ein bisschen größer. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich mache das jetzt erstmal hier hin. Ich stelle das ein bisschen weiter von der Wand weg. Ich sehe schon, dass sie mir da einfach drüber springen und sagen, jo, wir sind mal weg, ne? Tschüss. Dann findet man die am nächsten Kiosk. Okay, hier nochmal so ein bisschen was. Und dann machen wir hier vorne noch einen kleinen Haufen so hier. Wunderbar. Ja, ich weiß nicht, ob die da hochkommen. Wobei, wir könnten rein theoretisch, die dürfen ja nicht so weit springen dürfen, wenn die wirklich so klein sind. Ich schätze mal, die passen hier in den Karton locker rein. Dann sollten wir ja eigentlich auch darauf bauen können. Mach das ein bisschen groß. Hier sowas suche ich. Genau sowas suche ich. So, das Ganze will ich aber ein bisschen anpassen gerade. Und zwar machen wir hier einfach mal das so. Und, ach Mist. Stimmt, die drehen sich ja auch die Achsen. Aber ja. Jo, das ist soweit ganz okay. Dann könnt ihr dann nämlich hochlaufen. Und ich würde jetzt einfach mal gerade hier reinschicken. Dann sehen wir auch, was wir noch machen müssen. Beziehungsweise, bevor ich das noch mache, ganz wichtig, zwei kleine Sachen. Wir brauchen ja noch Essen und Trinken, beziehungsweise Essen haben wir da. Genau, Futter und Wasser, hier. Ich mache das hier, da kann man ja immer wieder nachpumpen. Und eine kleine Futterschüssel, wobei, das machen wir direkt hier neben vielleicht. So, ich hoffe, das ist okay. Ich schicke die jetzt mal da rein. Tieraufbewahrung, genau. Ihr beiden einmal. Ach so, ja klar. Hm, voll vergessen. Brauche ganz schnell zwei Wege. Das wusste ich, dass das nicht geht. Aber ich habe mir das so gedacht, dass wir hier einfach einen kleinen Weg langziehen. Breite 10 Meter. Oder einen kleineren. 6 Meter tun es auch. Voll und ganz. Wenn die sich nur ein bisschen feiner platzieren lassen würden. Nö. Schade. Ach, komm schon. Versuchen wir gerade was aus. Perfekt. Und nicht so lange bitte. Wir machen hier mal ganz kleine Sprünge. An der Stelle verbinde ich mal noch nicht. Wir brauchen hier aber noch eine Tür. Gehegeeingang, genau. Will ich einfach mal hier auf, ich glaube auf halber Höhe oder auf der Rückseite. Ich glaube, die Rückseite ist da am besten. Ja. Bewegen wir die einfach nochmal ein bisschen. So. Genau. So. Kleiner Weg. Oder großer Weg. Würde ich mich tatsächlich hier auf diese Größe festlegen wollen.
So. Im Idealfall schaffen wir das jetzt hier irgendwie eine Kurve zu ziehen. Mist, die geht so ein bisschen ins Gehege rein. Oh Gott. Ja, wobei, damit kann ich leben, das ist okay. Kann man ja immer noch ein bisschen anpassen. Aber jetzt wird es mal soweit. Haben wir die jetzt schon da reingeschickt? Tierhandel. So, anzusenden. Genau. So, kommen da schon welche? Wo kommt mein Paket? Da ist mein Paket. So, ja, genau so habe ich mir das schon gedacht. Die sind gar nicht so groß. Oh Mann, der hat eine gute Wertung. Umgebung. Da müssen wir noch ein bisschen anpassen. Okay. Mist, das wollen die nicht. Schade, was wollen die denn hier am besten? Wollen die sowas? Nee, ne? Oh doch, tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht. Ich will aber nicht zu große nehmen. So, damit sind die schon mal ganz glücklich. Ja, tatsächlich. Wow, dafür brauche ich gar nicht mehr so viel machen. Guten Tag. Jo, kleiner Panda ist da. Allerdings, eine Frage habe ich. Und zwar, kann ich hier vielleicht so... Ja, genau. Graslang ist zu viel, das habe ich mir schon gedacht. Das wollte ich nämlich gerade gucken, ob ich da ein bisschen was wegmachen kann, weil das ist ein bisschen zu voll, da siehst du ja nichts. Gelände. So, die wollen, was ist das? Erde. Erde wollen die. Nehmen wir leichte Erde. Oh, bisschen groß. Immer noch ein bisschen groß. Ups. Genau. Da kann man sogar großzügiger arbeiten hier an der Stelle. Da stehen sie drauf. Sehr gut. Oh, der fühlt sich schon gleich wie zu Hause. Genau, und der ist angekommen. Genau, der kann das Gebiet nicht erreichen, weil wir hier noch einen Arbeitsbereich machen müssen. Das machen wir allerdings in der nächsten Folge. Wir sind nämlich jetzt schon wieder am Ende einer Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten und hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Und ja, der Zoo wächst langsam heran. Wir bauen hier beim nächsten Mal auf jeden Fall einen neuen Arbeitsbereich, dass wir dann eben auch hier ein bisschen erweitern können in dem Bereich. Dann haben wir schon mal einen ganz anständigen Zoo von der Größe her und... ja, wenn es euch gefallen hat, seid doch so lieb und lasst mir einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.